das Motto vom Dauernhof über Körper, Seele und Geist. Spirit, Soul, Body oder Body, Soul, Spirit. Das ist ja unser Motto am Dauernhof schon viele Jahrzehnte. Nächstes Jahr übrigens, Ende Juni, feiern wir 50 Jahre Dauernhof. Wer da Lust und Freude hat, ist herzlich eingeladen. Ihr kriegt da sicher noch was zugesandt. Und wenn man über Körper, Seele, Geist redet oder nachdenkt, ist die Frage, wo kommt das überhaupt her? Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne aufschlagen mit mir, 1. Thessalonicher 5,23. Das ist ein Brief im Neuen Testament. Ich habe keine Ahnung, wer von euch die Bibel liest, ob du dich in der Bibel auskennst oder so. Wenn nicht, überhaupt nicht tragisch, frag deinen Nachbarn oder hör einfach zu. Wenn du aber gerne mit aufschlagen möchtest, darum sage ich die Stelle dazu, 1. Thessalonicher 5,23, da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki, in Griechenland. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, er betet hier für die Gemeinde und sagt, ich bete, dass euer Leib, Seele und Geist oder Geist, Seele, Leib untadelig bewahrt werden und er betet, dass sie heilig, also heil sind oder werden. Jetzt ist die Frage, diese Dreiteilung, die wir in der Bibel haben, existiert diese Dreiteilung? Oder was sagen Psychologen dazu und so weiter? Und ich möchte jetzt ganz kurz über diese drei Bereiche reden, die die Bibel erwähnt, was den Menschen ausmacht. Das erste Mal ist der Leib. Nun, dass wir aus Leib bestehen, das ist ziemlich offensichtlich. Manche von euch spüren ihn heute Abend von den letzten zwei Tagen oder musst du deinen Nachbarn zwicken, dann schreit er, damit hast du seine Leiblichkeit bewiesen. Dass wir aus Leib bestehen, ist ziemlich eindeutig, da brauchen wir nicht viel drüber reden. Das Material, aus dem du bestehst, findest du im Prinzip in der Erde. Jemand hat sich mal die Mühe gemacht, das Material eines Menschen zu studieren, und hat festgestellt, rein materiell besteht der Mensch, auch dein Körper, egal wie alt er jetzt ist, kommt ein bisschen aufs Gewicht an, jetzt die Menge, was er jetzt sagt, der Mensch besteht aus Fett, genug, um 7 Stück Seifen herzustellen, aus Eisen, davon kannst du einen 100er Nagel machen, für die Zimmerer unter uns, wir bestehen aus Zucker, genug, um eine Zuckerdose zu füllen am Frühstückstisch, aus Phosphor, du kannst 2200 Zündholzköpfe damit bestücken, aus Magnesium, Schwefel und Wasser und noch ein paar andere Dinge. Und der Mann hat sich ausgerechnet, hat gesagt, das ganze Material, woraus der Mensch besteht, kannst du beim Baufreund um ca. 20 Euro kaufen. Und er hat recht. Das, was da sitzt, das, was hier steht, dieses Stück Haut, Fleisch, Wasser, Blut, was immer es ist, das kannst du ungefähr um 20 Euro kaufen. Das ist, was wir materiell wert sind. Und eines Tages wird auch irgendein Pfarrer wahrscheinlich über dich sagen, Erde zu Erde und Staub zu Staub. Und so wirst du wieder. Alles, was übrig bleibt von uns, von diesem Material, ist ein bisschen Erde. Nicht so imposant. Und jetzt möchte man meinen, dass deshalb der Leib unwichtig ist. Aber darüber kommen wir noch zu sprechen. Kommen wir noch dazu. Zweite, was ist die Seele? Bei der Seele wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger. Es würde jetzt einige geben, Atheisten würden zum Beispiel sagen, die Seele existiert nicht, das ist nur unsere Einbildung. Nicht die Seele ist es, es ist unser Denken, das ist Teil unserer Materie. Und ein Arzt hat zum Beispiel einen Leichnam einmal seziert auf dem Tisch und hat den Leichnam in jedes kleine Stück zerstückelt. Tausende Stücke, hat er gesagt, ich finde Materie, 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 aber ich finde keine Seele.
Schlussfolgerung, es gibt keine Seele. Ist irgendwie logisch. Nun, man könnte eine andere Frage stellen. Wir hatten mal einen Gast bei unserer Freizeit, der war ein Orgelbauer. Irgendwie faszinierend, die gibt es auch noch. Der baut und repariert Orgeln. Ein Orgelbauer könnte jetzt eine Orgel in tausende Stücke zerlegen, das sind ja sehr komplexe Instrumente, in all die Hämmerlein, Schräublein, Pfeifen, alles was es gibt. Und er sagt, ich finde viel Pfeiflein, Hämmerchen, aber ich finde keine Musik. Schlussfolgerung, es gibt keine Musik. Aber seht ihr, genau dafür ist die Orgel gebaut, um Musik hervorzubringen. Und genau dazu ist unser Körper auch da, damit die Seele in ihr leben kann. Aber Seele ist nicht Materie. Und dennoch ist sie absolut real, genauso wie Musik real ist, auch wenn du sie nie findest. Unser Körper drückt das aus, was deine Seele sagt. Heute beim Klettersteig, wir haben ja eine unheimliche Gesichtssprache. Du schaust ins Gesicht, du weißt genau, wie es dem geht, gell? Dein Körper drückt aus, was innerlich los ist. Das ist es so. Und da sind wir alle gleich. Wir sind alle im selben Boot. So funktioniert das einfach. Die Seele beschreibt unsere Art, unsere Wünsche. In unserer Seele haben wir Sehnsüchte. In unserer Seele haben wir Bedürfnisse. In unserer Seele hoffen wir, glauben wir, denken wir. Im Genesis 2,7, 1. Mose Kapitel 2, Vers 7, ich lese euch den Vers vor, das ist, als Gott den Mensch erschuf, lesen wir ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 2, Vers 7, da steht, da bildete Gott der Herr den Menschen aus dem Staub vom Erdboden. Das ist unsere Materie. Und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Das heißt, Gott hat dem Menschen seinen Geist, seinen Atem so eingehaucht, und das war der Moment, da wurde der Mensch Materie, eine lebende Seele, ein Gegenüber. Übrigens ist es wunderschön. Man kann das in diesem einhauchen, das war der erste Kuss, der in diesem Universum stattfand. Das zeigt bereits die Intimität zwischen Gott und Mensch, gemacht im Ebenbild Gottes. Übrigens nicht der Mann ist im Ebenbild Gottes geschaffen, sondern Mann und Frau. Er schuf Mann und Frau und sie waren das Ebenbild Gottes. Und darum steht Seele im Alten Testament oft synonym als für Leben an sich. Die Seele ist unser Leben. Ich weiß nicht, ich war schon bei vielen Begräbnissen. Das ist eine Alterserscheinung. Ich bin ja auch schon 51. Je älter du wirst, desto mehr Begräbnisse besuchst du. Das ist ja so. Und schon öfter stand ich halt am offenen Grab, wenn es angehört, am offenen Sarg vielmehr, entschuldige, und der Leichnam liegt noch im Sarg und man kann ihn ansehen. Und da geht es mir jedes Mal so, ich schaue dann und denke, das ist er nicht mehr. Das ist nicht mehr die Person, mit der ich gelebt habe. Weil der Mensch, das ist nur noch die Materie. Aber der Mensch ist nicht mehr da. Und das ist eben, was die Bibel beschreibt, die Seele. Darum schreiben wir auch, wenn wir in Bergnot sind, SOS. Wenn eine ist, das heißt Save Our Soul, der ruft nicht nach dem Pfarrer, der ruft nach dem Bergrettungsdienst. Er will seine Seele retten, sein Leben, weil Seele steht für Leben. Nun, und das ist jetzt, da möchte ich ein bisschen drauf eingehen, weil da gibt es ein Missverständnis in vielen Kreisen bis heute in unseren Kirchen, in unserer christlichen Denken. Nämlich im griechischen Denken, von dem sind wir übrigens alle geprägt. Ob du das möchtest oder nicht, du hast gar keine Wahl, ist auch nicht deine Schuld. Wir sind vom griechischen Denken geprägt. Und da, im griechischen Denken, wird Körper und Seele als zwei Substanzen gesehen. Das nennt man dann den Dualismus. Dual sind zwei. Und zwar im religiösen griechischen Denken
ist der Leib das Minderwertige, das Böse und das Irdische, und die Seele und vielleicht auch der Geist, das ist das Göttliche, das Hohe, das Unsterbliche, das Himmlische. Man nennt das die Substanzontologie, nur nebenbei ist nicht wichtig. Aber so wie du die Musik in der Orgel nicht als Substanz einfangen kannst, kannst du auch die Seele des Menschen nicht einfangen. Das ist keine Substanz. Und darum teilt die Bibel, und das ist mir jetzt heute Abend wichtig, die Bibel teilt den Menschen nicht nach Substanzen auf. In der Bibel wird der Mensch immer als Ganzes gesehen, Körper, Seele, Geist. Das ist der Mensch, und vor allem, der Mensch wird in seinen Beziehungen gesehen, nicht in seinen Substanzen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Was ist nun der Geist? Körper, Seele, Geist. Der Geist im Menschen beschreibt unsere Beziehungsfähigkeit. Und ich sage immer, es ist die vertikale Beziehung zu Gott und die horizontalen Beziehungen zu anderen Menschen. Und der Geist in uns Menschen macht uns zum Gegenüber Gottes. Wir können im Geist mit Gott reden. Die Bibel sagt auch, der irdische Mensch, der kann Gott nicht verstehen. Der kann mit Gott auch nicht reden. Im Geist kommunizieren wir mit Gott, ausschließlich. Der Geist befähigt den Menschen zur Beziehung mit Gott, und das ist das Ebenbild. Nur nebenbei, das fasziniert mich immer. Ich liebe es, Psychologie zu lesen auch, oder zumindest manchmal was anzuhören und zu lernen. Aber zum Beispiel in der modernen Medizin, gibt es einen Arzt hier übrigens? Niemand von euch Arzt? Interessant, haben wir meistens welche. Krankenschwestern gibt es sicher, oder? Das wäre ja sehr ungewöhnlich. Ja. In der modernen Medizin, wir sind ja sehr dankbar für körperliche Heilung, für das Soma, die Somatik. Das heißt, wenn du dir ein Band reißt oder was, gibt es Gott sei Dank jetzt Somatik, das kann geheilt werden und es kann wieder halbwegs gut werden. Wir sind froh, dass der Körper Heilung erfährt durch unsere Medizin. Aber man hat in der Medizin schon lange festgestellt, bei vielen Menschen genügt es nicht, den Körper zu heilen, weil seine Seele ist krank. Darum haben wir die Psychosomatik. Die Psyche muss geheilt werden und der Leib. Und in den letzten Jahrzehnten hat man auch festgestellt, manchmal reicht es nicht aus, den Körper und die Psyche zu heilen, weil der Mensch ist in seinen Beziehungen krank. Und darum gibt es heute die Pneumapsychosomatik. Und das fasziniert mich in der modernen Medizin, denn das steht in der Bibel schon tausende Jahre drinnen. Alles, was gut und richtig ist, findest du im Wort Gottes. Zumindest was den Menschen anbelangt. Fasziniert mich. Ja? Genau, der Pneuma ist Geist und der Pneuma in der Bibel beschreibt unsere Beziehungsfähigkeit zu Gott als auch zu Menschen. Das macht ja den Menschen einzigartig. Und die Seele, das ist unsere Bedürftigkeit. Das sind unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche. Das ist zum Beispiel, schlagt es mal auf Psalm 42, Vers 6. Psalm 42, 6, da kann man es am leichtesten erkennen. Ich habe leider, weil ich ein paar Dinge sagen will, nicht Zeit, jetzt die ganzen Bibelverse aufzuschlagen, aber den finde ich so super. Psalm 42, 6, da der Psalmist betet zwar zu Gott, aber dann betet er nicht mehr zu Gott, er spricht mit sich selbst. Und er sagt hier, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und warum stöhnst du in mir? Das heißt, der Psalmist redet zu sich selbst und sagt, meine Seele, was bist du so aufgelöst? Warum stöhnst du? Wonach sehnst du dich? Das ist der Mensch in seiner Seele, in seinen Sehnsüchten, in seiner Bedürftigkeit. Okay? Übrigens, kannst gerne unterbrechen und fragen, ist überhaupt kein Problem. Was mich noch fasziniert, in der Psychologie hat man genau dasselbe entdeckt.
Und vor ungefähr 100 Jahren, ich glaube, das war ein Franzose, sein Name war, glaube ich, Binet, der hat den sogenannten Intelligenzquotienten nicht erfunden, den hatten wir immer schon, aber er hat ihn systematisiert. Und da gab es dann die Meinung, ein Mensch ist umso erfolgreicher, je höher sein Intelligenzquotient ist. Aber bald festgestellt, das ist nicht so im Alltag. Es gibt nämlich hochintelligente Menschen, die leben ein sehr unkluges Leben, zerstören sich selbst und andere. Es gibt hochintelligente Toren. Und dann gibt es Leute, die haben von mir aus einen niedrigeren Intelligenzquotienten, sind einfache Menschen, leben aber ein sehr glückliches Leben. Und darum hat man bereits vor 50 Jahren oder so festgestellt, es gibt nicht nur einen EQ, es gibt auch einen EQ, nämlich den emotionalen Quotienten. Das heißt, wenn ein Mensch ist nicht nur dann jetzt, wenn ich sage erfolgreich, meine ich jetzt nicht, dass er die Karriereleiter, sondern erfolgreich im allgemeinen Sinn, in seinem Leben als sozialer Mensch, im Familienleben und so weiter, allgemein. Ein wirklich erfolgreicher Mensch braucht nicht unbedingt einen hohen Intelligenzquotienten, sondern der emotionelle Quotient ist viel ausschlaggebender. Kannst du barmherzig sein? Kannst du auf andere Menschen eingehen? Das ist viel wichtiger. Und dann hat man vor ungefähr 20 Jahren, da hat es Bücher dann gegeben, SQ, den spirituellen Quotienten. Auch der ist ausschlaggebend, weil der spirituelle Quotient, der fragt nach dem Sinn des Lebens und nach Beziehungen. Alles, was die moderne Psychologie, auch Medizin rausfindet, ist alles in der Bibel. Nur ich bin sehr froh über die Bücher, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe die Dinge in der Bibel gelesen, aber nie gesehen. Und erst durch die Bücher, ah ja genau, hier steht es ja, komme ich dann drauf, es steht tatsächlich da. Darum ist Bücherlesen eine super Sache. Liest Bücher, ist eine super Sache. Ich möchte jetzt über ein Missverständnis noch reden, was Körper, Seele, Geist angeht. Ich nenne es die unsterbliche Irrlehre innerhalb der Kirche. Und diese Irrlehre nennt die Bibel, das Neue Testament, die Gnosis. Schlag's mal auf, eine Bibel hat 1. Timotheus 6, 20. Da haben wir eine Erwähnung davon. Ist relativ oft erwähnt, auch im Johannesbrief, in den Johannesbriefen und so. Aber 1. Timotheus 6, 20, da warnt Paulus vor falschen Lehren. Und da sagt er, O Timotheus, an ihn schreibt er den Brief, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen, leeren Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest. Dieses Wort Erkenntnis ist das griechische Wort Gnosis. Gnosis heißt Erkenntnis. Es waren Lehrer, die sagten, ich habe eine besondere Erkenntnis. Und Paulus hat gewarnt vor diesen Lehren. Jetzt ist die Frage, was war der Inhalt dieser Gnosis? Weil wir wollen bei unserem Thema bleiben. Und die Inhalte waren verschieden. Ich möchte jetzt auf einen eingehen. Nämlich, diese Lehrer, diese Gnostiker nannten sie sie, propagierten einen radikalen Dualismus. Und der ging so, und das kommt euch vielleicht bekannt vor. Körper und Seele sind zwei verschiedene Dinge. Der Leib, unser Körper, das ist das Minderwertige, das böse Irdische. Die Seele hingegen ist das Hochwertige, Himmlische und Göttliche. Und das hatte zwei ganz extreme oder konträre Lebensstile zur Folge. In Korinth gab es die Leute, die Christen, die das so glaubten und sagten, okay, mein Körper, der ist böse, der ist ungöttlich, aber meine Seele, die ist mit Jesus im Einklang. Also kann ich mit meinem Körper tun und lassen, was ich will, habe mit der Seele nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Dinge. So kann ich Samstag zur Prostituierten gehen und am Sonntag kann ich schön Gottesdienst feiern. Weil Gottesdienst mache ich ja mit meinem Geist und bei der Prostituierten bin ich ja nur mit meinem Leib. Also das hat miteinander nichts zu tun. Das ist eine Konsequenz dieses Dualismus. Der andere, der sich in der Kirche eher verbreitet hat, war der Leib ist das, was mich zur Sünde verführt. Und dann hat man den Leib begonnen zu knechten. Wie der Martin Luther als katholischer Priester sich selbst ausgepeitscht hat, weil der Leib ist der sündigt, der Leib begehrt und so weiter.
die Askese. Also der Leib muss kurz gehalten werden. Übrigens, Askese ist Käse. Was beinhaltete diese Askese? Ich lese es vor im 1. Timotheus Kapitel 4, Verse 1 bis 4. Da haben wir einen kleinen Einblick. Da schreibt Paulus und er schreibt ziemlich mit starken Wörtern hier. 1. Timotheus 4, 1, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Was war ihr Inhalt? Das kommt jetzt Vers 3. Sie verbieten zu heiraten und sie gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, die glauben und die Wahrheit erkennen. Zwei Dinge hier. Sie verbieten heiraten, sie verbieten Sex. Das ist ungöttlich. Du musst dich enthalten und sie verbieten Speisen. Nicht alles Essen ist nur gewisse Dinge, dann hast du Erleuchtung. Und Paulus sagt, das ist dämonische Lehre, die sind in ihrem Gewissen krank, die Leute, die das sagen, und es sind Irrlehrer. Nun, man nennt das diese hellenistische Leibverachtung, die ist absolut nicht biblisch, aber interessanterweise hat sie sich in unsere Kirche bis heute, hat sich dieses Denken eingeprägt. Wenn wir heute oft über Glauben reden, ihr habt es sicher gehört, ich weiß nicht, von welcher Kirche du kommst, in charismatischen Kreisen hört man das öfter, wo man sagt, wenn du nur genug glaubst, dann wirst du gesund. Jesus Christus hat gesagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Das heißt, wir reden über Glauben und ein Mensch, der glaubt, der wird gesünder. Das hat schon seine Richtigkeit, aber ich habe auch das Gegenteil beobachtet. Manche Menschen werden krank, weil sie glauben. Man nennt das in der Psychologie religiöse Neurosen. Eine religiöse Krankheit. Nämlich, wenn du eine Lüge glaubst. Und Christen, die eine Irrlehre glauben, die werden nicht gesünder, die werden immer kranker. Du kannst wegen deines Glaubens krank werden. Darum kannst du mal selber durchstudieren. Studiere mal 1. Timotheus, 2. und Titusbrief durch. Da sagt Paulus, ich zeige euch einen Vers. Geht zu Titus, das ist gleich nach Timotheus. Da schreibt er auch an den Titus. Und er schreibt in Titus 1, Vers 13 zum Beispiel. Er spricht auch hier über die falschen Lehrer. Was wolltest du sagen? Also, in Vers 13. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie, die falschen Lehrer, streng zurecht, damit sie im Glauben gesund werden. Seht ihr, manchmal ist es nicht so, dass der Glaube dich gesund macht. Bei manchen Menschen muss der Glaube gesund werden, weil der Glaube krank ist. Und ein kranker Glaube ist diese Trennung von Leib und Seele. Das ist nicht biblisch. Und das Problem ist, ich treffe das leider immer wieder. Sie sagen, na, der Körper, der ist unwichtig und mit denen, das ist irrelevant, den halten sie auch nicht gesund, weil der Körper, der ist nicht sehr ausschlaggebend. Und dann haben sie Bibelverse, die sie zitieren. Und ich zeige euch jetzt die zwei stärksten Bibelverse, die von Leuten verwendet werden, von Christen verwendet werden, die sagen, der Körper ist eher unwichtig. Schlag's mal auf 1. Johannes 2, 15 bis 17. Ich lese euch jetzt zwei Stellen vor, dann wisst ihr genau, was ich meine. 1. Johannes 2, Vers 15. Da schreibt der Apostel Johannes, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Hier steht's, Welt sollst du nicht lieben. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen
Und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Sagen Sie, schau, hier steht's. Die Welt sollst du nicht lieben und wenn du sie liebst, dann hast du die Liebe des Vaters nicht in dir. Jetzt zeige ich euch noch ein zweites. Geht's zum Jakobus 4, Verse 1 bis 4. Das ist die, glaube ich, die stärkste Stelle für solche, die das glauben oder sagen. Jakobus 4, 1 bis 4. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und jetzt hört zu, Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Wenn man das so liest, so schnell liest, denkt man sich, ja, das stimmt ja schon. Als Christ soll ich alles, was in der Welt ist, gering achten, einschließlich meinem irdischen Leib und so weiter, und nur das Göttliche hochachten. Ich war vor einer Zeit in Deutschland unterwegs auf Reisedienst, wie ich es oft bin, und bei einer bestimmten christlichen Gemeinschaft. Und dann kam ein Mädchen auf mich zu, das hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Er hat geweint darüber. Und sie hat mir dann erzählt, sie war befreundet mit einem Jungen aus der Gemeinde. Und sie hat mir erzählt, wie geistlich ihr Freund ist und wie ungeistlich sie ist. Und darüber war sie sehr traurig. Und dann habe ich gesagt, warum glaubst du, dass dein Freund geistlich ist und du ungeistlich? Dann hat sie gesagt, weißt, ich gehe so gern mit Freunden abends aus. Ich bin halt so. Mein Freund, der bleibt zu Hause und studiert die Bibel. Ich gehe so gern mal Skifahren im Winter. Mein Freund bleibt zu Hause und geht in die Gemeinschaft. Ich gehe am Abend öfter mal gerne tanzen. Sowas würde mein Freund nie tun. Er ist so geistlich und ich bin so ungeistlich. Das heißt, für dieses Mädchen bedeutete es, sich von allen irdischen Freuden zu enthalten, das ist Geistlichkeit. Und sich in diesen irdischen Freuden einzulassen, das ist ungeistlich. Das war ihr Bild. Und wisst ihr, was hier das Problem ist? Die Verwechslung von irdisch und fleischlich. Schlag's mal auf nochmal 1. Timotheus 4. Wir wollen schauen, was sagt die Bibel darüber. 1. Timotheus 4. Wir haben es gerade vorhin gelesen, über die falschen Lehren. Und ich lese jetzt nur vor den Vers 3 und 4. Sie verbieten die falschen Lehrer zu heiraten. Sie gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Gott, er sagt hier, du kannst alles genießen, was diese Welt dir bietet, wenn du dankbar es annimmst, dann freu dich dran. Wenn du Skifahren gehst, dann danke Gott, dass du das tun darfst. Wenn du Canyoning oder Klettern gehst, dann sag Gott, danke für die gewaltige Schöpfung, für die Gesundheit deines Leibes und für die Freude, die du darin vielleicht verspürst. Interessant noch, im 1. Timotheus 6, Vers 17, da schreibt er in Timotheus auch noch, 6, Vers 17, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt zum Genuss. Der Christ soll die Dinge genießen, die Gott dir in dieser Welt schenkt. Übrigens, Geld ist nicht schlecht. Paulus hat nie gegen reiche Menschen was gesagt. Er hat nur gesagt, setz deine Hoffnung nicht auf das Geld. Das wäre falsch. Wenn du Geld hast, kannst du ein großer Segen sein. Aber darin darf nicht deine Hoffnung sein.
die Sätze in Gott. Und wovor wir uns enthalten sollen, das sind die fleischlichen Dinge, die dem Willen Gottes widersprechen, aber nicht die irdischen Dinge, die Gott uns geschenkt hat zum Genuss. Und jetzt lesen wir nochmal Jakobus 4. Und dann wird euch vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal entdeckt habt, aber mir sind da Kronleuchter aufgegangen. Man muss nämlich immer genau lesen, was da steht. Und manchmal liest man sehr ungenau. Jakobus 4, ich lese nochmal dieselbe Passage. Jakobus 4, 1. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und ihr habt nicht, ihr tötet und neidet, ihr könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Worüber spricht Jakobus hier? Er spricht hier über Streitigkeiten, über Krieg, über Gier, über Neid, über Ehebruch, über Übelbitten, berechnend bitten. Und er sagt, wer diese Dinge liebt, wer gerne andere Menschen umbringt, wer Krieg führt, wer dauernd gerne streitet, wer gierig ist, wer neidisch ist, wer Ehebruch verübt, das ist nicht der Wille Gottes. Das ist nicht Freundschaft mit Gott. Ja, natürlich nicht. Das hat aber nichts mit Skifahren und Tanzen und ein Glas Wein und ein schönes Kleid kaufen zu tun. Als Christ kannst du dich darüber freuen, ein schönes Kleid zu kaufen, in Urlaub zu fahren und die Dinge zu genießen, die Gott dir schenkt. Das verwechseln manche Christen. Oder gehen wir zur zweiten Passage, die wir gelesen haben, Johannes 2. 1. Johannes 2, ich lese es euch nochmal vor. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, und jetzt hört zu, was ist in der Welt? Die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, der Hochmut des Lebens. Worüber redet hier? Über Gier und Stolz. Ja, wenn ein Mensch gierig ist und stolz ist, sagt Gott, na, das bin nicht ich. Ich bin demütig und liebevoll. Hat aber nichts mit irdischen Dingen zu tun, sondern mit dem Fleisch. Das heißt, unser alter Mensch, der gierig ist, der neidisch ist, der arrogant ist, der stolz ist. Und Gott sagt, wenn du diese Dinge liebst, kannst du nicht mein Freund sein. Das ist der Punkt, worum es geht. Und ich habe festgestellt, Christen, die das missverstehen, die tun sich oft schwer damit, die Dinge des Lebens zu genießen. Die würden sogar den Dauernhof und das, was wir tun, im Bereich fleischliche Lüste ansiedeln. Weil wir erfreuen uns ja an Sport. Wir erfreuen uns an der Natur. Wir erfreuen uns an ein Glas Wein. Nicht im Dauernhof, aber außerhalb. Das hat auch keine biblischen Gründe. Biblisch kannst du gerne trinken. Aber es hat kulturelle Gründe. Darum tun wir es nicht am Dauernhof. Und auch solche Leute, es gibt auch Christen, die halten Sport zum Beispiel für entweder unwichtig, manche sogar für unbiblisch. Denn der Körper ist ja unwichtig, der Körper ist ein Hindernis, der verführt mich zur Sünde. Und das ist aber nicht korrekt. Ich zeige euch den Vers, den sie verwenden. Aber man muss immer zu Ende lesen. 1. Timotheus 4, Vers 8, da steht ein Vers, den würden sie dir geben, sagen, schau, der Körper ist völlig unwichtig, den brauchst du überhaupt nicht, auf den brauchst du nicht schauen. 1. Timotheus 4, Vers 8. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Schau, hier steht's. Leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Hier ist der Beweis. Aber wir müssen immer fertig lesen. Warum ist er zu wenig Nütze? Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze. Warum? Weil, wann immer das Wort weil steht, habe ich eine blaue Farbe. Denn du musst immer nachher lesen und vorher lesen, sonst kannst du den Satz nicht verstehen. Warum ist Gottseligkeit besser als Leiblichkeit? Weil sie, die Gottseligkeit, die Verheißung dieses Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Warum ist der Geist wichtiger als der Leib? Weil ich diesen Leib einmal abgebe.
Aber solange ich diesen Leib habe, ist er genauso wichtig wie meine Seele und mein Geist. Denn seht ihr, wenn ich jetzt tot umfalle, weil ich mich dauernd überfresse, dann kann ich euch geistlich überhaupt nichts mehr geben. Jemand hat es mal gut formuliert, der hat gesagt, Gott hat mir eine Botschaft und ein Pferd gegeben. Ich habe das Pferd zu Tode geritten und jetzt habe ich keine Botschaft mehr. Wir müssen auf das Pferd achten. Darum sind wir auch bei unseren Bibelschulen. Wir haben ja im Herbst, in ein paar Wochen beginnt wieder die Bibelschule. Da sind 80 Bibelschüler, meistens aus 10 verschiedenen Ländern. Die sind 3 Monate da. Die haben jeden Tag 4 Stunden Unterricht, so wie jetzt. Machen sehr viele Einsätze, gehen ins Altersheim, ins Krankenhaus, in die Schulen vor allem, Religionsunterricht. Aber sie müssen jede Woche 4-mal trainieren, 1 Stunde. Sie müssen 4-mal schwitzen. Weil auch der Körper soll gesund sein. Und sie sollen das lernen. Das ist wichtig. Aber liegt manchmal, finde ich, ist da eine falsche Interpretation. Übrigens, für einen Juden ist es völlig fremd, das Irdische oder Leibliche zu missachten. Ein gläubiger Jude, er freut sich an Wein, an Sex mit seiner Frau, an Feste feiern, an Tanzen und Ausgelassensein. Weil das ist biblisches Denken, hebräisches Denken. Es gibt eine rabbinische Aussage, ein Rabbiner, ein Jüdischer gesagt, Gott wird uns einmal zur Verantwortung ziehen für alle guten Dinge, die er für uns gemacht hat und die wir abgelehnt haben. Gott hat so viele gute Dinge für uns gemacht. Und wir glauben manchmal besonders heilig zu sein und sagen, na, lehne ich ab. Du darfst es genießen mit Danksagung. Das ist biblisches Leben. Luther hat auch einen guten Satz geprägt, hat gesagt, wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Luther gesagt. War ein kluger Mensch. Und Augustinus hat einmal gesagt, erfreue dich an Christus und gebrauche die Welt. Wir machen es leider oft umgekehrt. Wir sollten uns an Jesus erfreuen und die Welt gebrauchen. Leider tun wir es oft so, wir gebrauchen Jesus, wenn wir ihn brauchen, wir freuen uns an der Welt. Erfreu dich an der Welt, an Christus und gebrauche die Welt. Was wir vermeiden sollten, sind die Dinge dieser Welt wie Gier, Neid, Hass, Stolz und diese Dinge. Und Johannes sagt, wer diese Dinge liebt, der kennt Gott nicht. Graf Ludwig von Zinzendorf, der hat auch gesagt, diese Männer haben gute Dinge gesagt. Der hat zum Beispiel gesagt, jeder Christ braucht 3 Bekehrungen. Die erste Bekehrung, die ein Mensch braucht, ist die Bekehrung zu Jesus Christus. Bekehren heißt übrigens dein Denken ändern, Metanoia. Dein Denken ändern. Du sagst, Gott, bis heute habe ich ohne dich gelebt, ab heute lebe ich mit dir. Ich ändere mein Denken, ich kehre um. Das ist ja das Bekehren oder Umkehren, das ist damit gemeint. Er braucht eine Bekehrung zu Christus. Zweitens braucht jeder Christ eine Bekehrung zur Gemeinde Jesu, zur Kirche. Das ist extrem wichtig. Ich kenne Christen, die haben durchaus eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber sie meiden jede Gemeinschaft. Die werden fast ohne Ausnahme alles komische Typen. Die werden dickköpfig, Eigenbrödler, weil sie niemand haben, der sie korrigiert. Du brauchst eine Bekehrung zur Gemeinde Jesu. Wir brauchen einander, Freunde. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir müssen uns korrigieren. Sonst werden wir unmögliche Menschen, egal ob du dich... Wisst ihr mal, manche Christen, die nennen sich Christen, aber die sind genauso gierig wie früher. Nur haben sie jetzt ein bisschen religiöse Sprache dabei, sonst gar nicht. Du brauchst eine Bekehrung zur Gemeinde. Und drittens hat Zinzendorf gesagt, jeder Christ braucht eine Bekehrung zur Welt. Denn es gibt auch wieder Christen, die haben sich zu Jesus bekehrt. Die gehen auch ganz treu in die Gemeinde, aber die kennen keinen einzigen Ungläubigen mehr. Die gehen nicht mehr in die Welt hinaus. Wir müssen hinausgehen in die Welt. Da, wo die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, wohnen. In die Bars, in die Sportsclub, zur Feuerwehr. Geh hin und sei Teil und sei ein Zeugnis für Jesus Christus. Zinzendorf hat das schon klar formuliert. 3 Bekehrungen. Und dann noch ein letztes, dann möchte ich schließen. Und zwar, ein Problem,
das ich sehe, ist dieses Verwechseln von irdisch und fleischlich. Und das zweite Problem, und da brauche ich nur 3 Minuten noch, wenn irgendetwas in dieser Welt zum Ersatz wird für Gott, das nennt die Bibel dann Götzendienst. Wenn ich früher Götzendienst gelesen habe, wisst ihr, woran ich gedacht habe? Irgend so ein Monument auf irgendeinen Hügel und ich gehe da hin und knie mich hin vor dem Monument. Das war so Götzendienst. Aber das kann schon gestimmt haben damals. Götzendienst bedeutet, wenn irgendetwas Irdisches die Stelle von Gott einnimmt. Das kann auch deine Frau sein. Dann ist sie dein Götze. Man sagt ja auch, er betet sie an. Es ist ja recht nett. Aber anbeten sollten wir eigentlich Gott. Kannst deine Frau auch anbeten, ist ja nicht schlecht. Aber sie kann nicht Ersatz für Gott sein. Oder deine Kinder. Deine Kinder können kein Ersatz für Gott sein. Wenn das ist, dann sind sie ein Götze. Das kann Materialismus sein. Das, was du dir geschaffen hast. Wenn das dein Ersatz für Gott geworden ist, dann ist das dein Götze. Das kann auch deine Gesundheit sein, wo du sagst, Gott kann alles haben, aber nicht meine Gesundheit. Dann ist die Gesundheit dein Götze. Und dieser Götzendienst, den wir in der Bibel immer und immer wieder, wo Gott sagt, ihr könnt nicht irgendetwas Irdisches nehmen und mich damit ersetzen, denn ihr werdet nie zufrieden werden. Ihr könnt nie erfüllt sein. Das ist auch, wenn du in den Kindern investierst, so gewaltig Kinder ein Geschenk sind. Aber meine Kinder, unsere Kinder, die hauen jetzt alle 3 schon langsam ab. Weil sie alt genug sind. Gott sei Dank hauen sie ab. Das ist wunderbar. Hannelore und ich, wir haben es immer gesagt, erste Priorität sind nie unsere Kinder, sondern immer wir zwei. Denn die hauen ab, aber du bleibst hoffentlich. Wenn die Kinder zum Götzen werden, für Frauen ist es manchmal noch gefährlicher, dann erlebst du diese Tragik, man nennt das in der Psychologie das Empty Nest Syndrome, das leere Nest Syndrom. Und du kommst dann nicht mehr oder ganz schwer zurecht, weil dein Götze, dein Gott ist weg. Da, wo du alles investiert hast, ist weg. Und das ist unheimlich schwer dann. Du kannst mit nichts Irdisches Gott ersetzen. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Alten Testament, ein Buch lieber, ich predige 3, Vers 11. Da sagt uns der Prediger, warum kann dich nichts Irdisches letztlich erfüllen? Aus einem einfachen Grund. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. In deinem Herz ist etwas, das nach Ewigkeit schreit. Du willst etwas, was ewig ist. Und Gott sagt, du kannst nicht mit etwas Irdisches dieses ewige Vakuum füllen. Darum brauchst du mich, sagt Gott. Das ist keine Drohung, das ist eine Einladung. Gott, wenn Gott sagt, bete Götzen nicht an, bedroht er dich nicht, sondern er lädt dich ein und sagt, wenn du das tust, du wirst extrem enttäuscht werden. Denn nichts Irdisches kann die Ewigkeit in deinem Herzen erfüllen. Das vermag nur ich, der ewige Gott. Und darum lädt er uns ein, zu sich zu kommen und mit ihm leben zu lernen. Darum tue ich, was ich tue und darum lebe ich so gern, auch in diesem Leben, weil ich weiß, dieses Leben ist nicht alles. Gerade heute war ganz tragisch. Mein Sohn, der Lukas, der ist jetzt 22 und der hat ein paar Jahre auf einer Berghütte gearbeitet, also so 15, 16 Jahre alt, war immer im Sommer in den Ferien auf der Hans-Wödel-Hütte. Und da war ein Zweiter mit ihm. Und der ist 22 jetzt auch, ja, und der ist heute tödlich verunglückt. Bagger hier, gerade in der Gemeinde, Baggerfahrer und Unfall und ist tot. Wir können nicht, das ist so extrem tragisch, weil der Verlust ist tragisch. Und es zeigt uns auch, wir können nicht auf das Irdische bauen. Es geht nicht. Es ist immer ein Kurzschluss. Egal, wie schön es im Moment aussieht, es Gott hinlegen und es als Geschenk empfangen. Sagen, danke Gott, dass du mir dieses Kind jetzt geschenkt hast. Und ich will es segnen, ich will investieren, ich will helfen,
aber es ist nicht mein Gott, das bist du. Und das ist so wie, dann bleibst du frei. Sonst wirst du ein Gefangener. Und das ist die Freiheit des Evangeliums. Und darum liebe ich es, Christ zu sein, weil ich gerne frei bin. Und weil ich einen ewigen Gott habe.